Willkommen zu einer neuen Ausgabe von 30 plus Zukunft. Heute nicht aus Chemnitz, sondern aus Dresden. Und auch nicht vom Hauptstandort des Fraunhofer IWU in Dresden, sondern von unserem neuen Standort auf der Pforzheimer Straße 7a. Heute dabei ist Arvid Helmich. Und Arvid wollen wir heute fragen, wenn wir kognitive Produktion mit mehr Digitalisierung, mehr Vernetzung verbinden, brauchen wir dann nicht eigentlich auch unglaublich viel mehr Chips? Und würde uns die Chip-Krise da nicht eigentlich entgegenwirken? Die Chip-Krise ist, glaube ich, ein Problem für alle gerade. Aber kognitive Produktion, obwohl Vernetzung ein wesentlicher Pfeiler von kognitiver Produktion ist, glaube ich, braucht kognitive Produktion per se nicht mehr Chips. Weil die Steuerungen, die wir verwenden, haben schon Chips an Bord, haben Recheneinheiten, haben auch Kabel, haben die Möglichkeit, ins Internet zu gehen. Wir nutzen bloß die Möglichkeiten besser. Also ihr sagt, eigentlich existiert schon alles, auch die Kabel. Also ihr müsst keine neuen Kabel zwischen den Maschinen in der Fabrik ziehen, sondern ihr greift einfach auf Bestehendes zurück? Wir greifen auf bestehende Kommunikationstechnologien zurück, aber wir versuchen dann mehr Daten über diese Kommunikationstechnologien zu schicken, mehr Daten miteinander zu teilen, die Maschinen intensiver miteinander reden zu lassen. Und wenn schon alles existiert, warum ist dann diese Entwicklung nötig? Also woran scheitert es aktuell noch? Ich glaube, einerseits scheitert es daran, dass die Maschinen noch keine gemeinsame Sprache sprechen, dass dort noch viel standardisiert werden muss, dass dort noch Forschung hineinfließen muss, dass sich die Maschinen einfach verstehen, dass es eine gemeinsame Sprache gibt. Und das zweite Thema ist, dass viele Unternehmen ihre Daten sehr gerne für sich behalten, weil sie einfach Angst davor haben, Daten mit der Welt zu teilen, wie wir das vielleicht im Consumer-Bereich tun. Weil da hängt ja auch immer Produktions-Know-how dran und viele Firmen versuchen das sehr gerne für sich zu behalten. Und wenn du sagst, Daten mit der Welt teilen übers Internet, also so wie ich meinen Standort übers Telefon teile, so die Daten dann auch, die Firmendaten, oder wie müssen wir uns den Austausch vorstellen? Ja, prinzipiell schon, so wie wir unseren Standort mit unseren Smartphones teilen. Natürlich laufen in der Produktion sehr viel mehr Daten an, von daher werden wir oft kabelgebunden unterwegs sein. Die Clouds werden entsprechend mächtiger und größer sein. Die Kommunikation muss schneller und auch echtzeitfähig sein teilweise. Aber vom Prinzip her ist das genau das Gleiche. Gut, also das Prinzip ist das Gleiche, aber die Angst der Unternehmen, die ist ja real. Also der muss man ja irgendwie begegnen. Habt ihr da ein Projekt, in dem ihr das adressiert? Dort gibt es sehr viele Projekte, die sowohl auf technologischer Ebene daran arbeiten, einfach Kommunikation zu verbessern, zu standardisieren. Auf der anderen Seite haben sich auch beispielsweise in dem Projekt Catena X sehr viele Unternehmen aus dem Automobilbereich zusammengeschlossen, um sowohl die Technologien zu entwickeln, als auch ein Netzwerk zu gründen und die rechtliche Basis mit abzudecken, dass die Angst etwas genommen werden kann und dass man sich einfach sicher sein kann, dass mit seinen eigenen Daten kein Schindluder getrieben wird. Und wie weit ist dieses Projekt schon gediegen? Also seid ihr noch am Projektbeginn oder eher schon etwas weiter? Das Projekt läuft seit ungefähr einem guten halben Jahr, also noch am Anfang des Projektes. Und momentan ist man dabei, die Kommunikation der Maschinen zu standardisieren, also die gemeinsame Sprache zu finden. Wie kann ein Fertigungsauftrag sich von oben kommend anmelden? Wie können die Maschinen mit ihren Fähigkeiten dem entgegenwirken? Und wie kann man dort den entsprechenden Match finden, sodass man sagt, dieser Fertigungsauftrag wird von der Maschine umgesetzt? Hier wird noch sehr viel standardisiert und späterhin wird das Ganze dann an verschiedenen Use Cases gespiegelt, um auch sicher zu sein, dass es in der Praxis wirklich funktioniert. Und wenn euch das interessiert, ihr wollt mehr zu diesem Projekt erfahren, wir haben den Link für euch hier in die Beschreibungsbox gepackt. Arvid, ich hoffe, du beherbergst uns auch das nächste Mal und wir geben jetzt zurück nach Chemnitz.